Hey Leute, ihr schaut Bumm von WR. Ich bin's, Mutensen, und ich bin in einem einstürzenden Haus und muss hier rauskriechen. Wir spielen Blood of Tour auf der PlayStation VR. Sonys krasser AAA-Titel. Und ich muss ja auf Händen und Füßen durch das Gebäude. Ich werde ja gefahren, wie ihr wisst. Oh nein, jetzt gibt's auch noch Schieß-Action. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie, jetzt muss ich aber unschuldige Menschen erschießen? In Superheldenmanier. Kopfschuss. Sehr gut. Soll ich mal aufhören, die zu erschießen? Irgendwie komme ich mir blöd vor. Na, ach doch, die schießen auch auf mich, okay. Dann gibt's halt Ärger. Ich hab leider. Ach doch, ich hab noch. Ah, das ist der Kran. Nice. Okay, das ist die Action, von der sie gesprochen haben. What the fuck? Okay. Komm, 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 komm. Ja, ich hab mich an. Nicht schlecht. So, genau. Da hatten wir jetzt unseren James Bond Fluchtmoment. Ich schätze mal, ihr könnt jetzt nicht sehen, es ist super dunkel hier. Ich sehe. Wir sind immer noch im Container. Ah ja. Wie jetzt? Ich habe keine Waffen mehr. Das ist ja strange. Meine, offensichtlich ist sie eine Mafia-Mom. Aber eine Mom. Ah ja. Leid. Scheiße. Mom ist tot. Jetzt habe ich die ganze Aktion gemacht, nur damit die Schweine die Mutter umbringen. Ja. Tut mir leid, was passiert ist. Mir auch. Wo ist mein Bruder? Wir glauben, er hat's rausgeschafft. Wir suchen noch nach ihm. Ryan, ich brauche deine Hilfe, Mann. Arbeite für mich. Okay. Darum geht es also. Ein Rekrutierungsversuch. Du bist klug. Du hast die Zeichen erkannt. Tony? Wirklich? Nein. Jemand beeinflusst ihn. Ja, Kayla. Nein, nein, nein. Es steckt mehr dahinter. Sie arbeitet für eine Organisation, die alle Aspekte unserer Gesellschaft kontrollieren will. Regierung, Wirtschaft, organisiertes Verbrechen, Nachrichtendienste. Alle mit Beziehungen, ob kriminell oder seriös. Vielleicht halten sie sich sogar für die Guten, die das Richtige tun, aber sie fällen Entscheidungen, bei denen wir kein Mitspracherecht haben. Ich verfolge sie schon eine Weile und versuche herauszufinden, wer sie sind und was sie vorhaben. Allerdings wurden wir kompromittiert. Sekunde. Geheimbünde, die die CIA infiltrieren. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Du weißt, dass da was faul ist.
Tony Sharp taucht aus heiterem Himmel auf und übernimmt die größte Bande Europas. Da steckt was dahinter. Immer wenn ich nah rankomme, verschwinden sie. Vielleicht, weil sie nicht existieren. So nah bin ich ihnen noch nie gekommen. Du hast Tony aus dem Konzept gebracht. Du hast das möglich gemacht. Der Angriff, den er befohlen hat, auf die Leibwächter deiner Mutter. Nur deshalb kam ich so weit. Dieser Angriff war einfach zu groß. Tony hätte das nie und nimmer so schnell stemmen können, mit so militärischer Präzision und solchen Waffen. Komm schon, Mann. Okay. Nehmen wir an, das stimmt. Was soll ich denn tun? Schließlich sitze ich hier drin fest. Ich kann dich hier rausholen. Aber du musst untertauchen. Wo sind wir überhaupt? Dann rechnen sie nicht mit uns. Du wirst zu einem Geist. Ja. Selbst Bösewichter haben Angst vor Geistern. Nenn mich Kaspar. Du musst mir Michelles Sicherheit garantieren. Keine Anklage. Das kriege ich hin. Na fein. Also gut. Shuttle. Willkommen an Bord. Und jetzt geht die eigentliche Story los, oder was? Mach keinen Käse. Puh. Das Ganze war ja eine Rückblende immer, ja? Von der Inszenierung her. Hm. Oh, aha. Versteck. Die Zentrale. Die haben wir gesucht. Sehr industriell. Nick war hier. Wow. Wenn er das hier lässt, was hat er dann mitgenommen? Falstead. Er hat Tony verfolgt. Wir müssen da reinkommen. Rausfinden, was sie befördern. Und wohin? Genau. Wir können spekulieren, so viel wir wollen, aber wir finden es erst vor Ort raus. Bodendaten. Okay, wann gehen wir los? Du brichst sofort auf. Was ist mit dir? Ich werde da sein. Ach ja? Wo? Über Funk. Na toll. Ich sag doch, schreib dich Hengst. Okay, jetzt drücken wir mal die Daumen. Hier ist wieder dieses Radio. Ah. Gucken wir mal, was wir denn für neue Sachen eingesammelt haben hier. Den Teddy. Noch ein Dampfapparat. Er hier macht dasselbe wie immer. Tut er. So, das letzte Mal habe ich euch ja mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger hängen lassen, deswegen mache ich hier nicht für Tamtam, sondern ich stecke die Maschinenpistole ein. Okay, ich könnte auch die Pumpgun einstecken. Wow, oder wäre dann dieses Gerät hier. Und die Pistole. Und die. Sieht auch nett aus, ne? Okay. Noch mehr? Nein, mehr aber nicht. So, ich würde gerne diese Waffe modifizieren. Guck mal, jetzt ist hier Holzfarbe. Das müssen wir auch nochmal ausprobieren. Ich nehme die wieder ab. Entschuldigung. Nimm die hin. Dreh das ab. Neu steht da. Tada. Elegant. Sehr schön. Und das war's aber erstmal. Hier. Achso, doch. Eine Sache müssen wir noch machen. Hier gibt es doch bestimmt jetzt auch Modifizierungen. Nein, genau. Ein Laser, den können wir nicht nehmen. Das hier können wir nehmen. Und was muss ich denn hier noch tun? Man weiß es nicht. Der kommt über die Schulter. Pistole. Haben wir noch irgendwas Aufregendes? Laservisier. Kann ich nicht nehmen. Was ist denn mit ihm? Moment. Reflexvisier. Nee. Sieht mir erst
verdienen. Und die Riesenknarre. Wow. Unterlaufgranatwerfer. Oh, den hätte ich aber gerne. Nicht schlecht. Das ist eine ganz schöne Wumme, ne? Aber wie gesagt, also das Zweihandwaffengefühl in diesem Spiel ist nicht so der Knaller. Das fühlt sich einfach nur wabbelig an. Für uns PlayStation-Leute, die natürlich so was super Komfortables wie den Aim-Controller gewohnt sind. Ich habe aber auch schon in anderen Spielen Zweihandwaffen mit Move-Controller in der Hand gehabt. Und es ging sogar. Wow, sieht schon wieder sehr cool aus, ja. Oh, yes. Leg hier einen Funkalarm, wenn du in Position bist. Die Idee hatte ich auch. Such den Schaltkasten. Damit solltest du die Frequenzen stören können. Die Idee hatte ich auch. Das hier? Was macht der? Achso. Guck mal hier. Da fehlt eine kleine. Packen wir den Flieger voll! Warum will die Sachen um Mitternacht ihrer Zeit haben? Ohne mich. Meine Schicht endet gleich. Ich kann die Parabolantenne steuern. So. Job erledigt. Bin noch nicht fertig. Also, jetzt ist er raus. Fast. Gut. Der Funk ist gestört. Weitere Ankündigungen erfolgen über die Lautsprecheranlage. Manchmal tauchen in Leveln einfach so Zielscheiben aus. Die kann man dann abschießen und da gibt es irgendwie Boni. Alles klar, es geht abwärts, Leute. Der Funk ist verstanden. Wow. Das ist so lustig. Ich kann mir die Firewall-Vergleiche nicht verkneifen. So kommst du ins Sicherheitsbüro. Da haben wir auch gerade eine Hangar-Map bekommen. So, ich könnte jetzt da lang gehen oder da lang. Ich gehe mal hier lang. Achso, ich könnte immer noch hier lang. Ich weiß nicht, kann ich die Leiter lang? Ja, das mache ich mal. Ich finde es immer netter, wenn ich mich selber mit meinen eigenen Händen oder sowas bewegen kann. So. Guckt euch das mal an, hier riesige Halle. Das ist schon... Oh, da steht jemand. Ich hasse Hangardienst. Es ist viel zu laut. Was? Verstanden. Bestätigung. Das war dumm. Es geht los. Auf das Ziel. So, das hat nicht geklappt hier mit heimlich anschleichen. Heimlich genug. Ich hoffe, ich kriege wieder die Knarre hier, bevor der später mal ein Schalldämpfer auch. Nee, den nehmen wir nicht. Wir versuchen noch leise zu bleiben. Guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Das ist echt so cool. Wie gesagt, wenn ich die Leute lautlos ausschalte, gibt es immer Boni. Da habe ich eben eigentlich auch einen gesehen. Komm schon raus. Tut mir leid. Sind da eigentlich auch nur unschuldige Angestellte, ne? So, man gewöhnt sich aber an dieses punktuelle Gehen. Oh oh. Was ist denn da los? Hier gibt es wieder ein bisschen Munition. Die Knarre brauche ich nicht. Das ist. Ist das dieselbe? Nee. Das ist diesmal tatsächlich eine andere. Warte mal. Die müssen wir mal. Auf. Scheiße. Ach, das ist schon wieder ein Sonnenblatt.
Oh, wow. Die genau, so läuft das. Ich möchte den hier behalten und den mitnehmen. Ja. Ah nein, hier liegt auch ein Revolver. Müssen wir mal gucken, dass wir die auch nachladen. Sonst könnte ja Spaß hier schnell zu Ende sein. Und Granaten gibt es auch. Von wo schießt denn hier einer? Ey, Granaten werfen funktioniert bei mir sowas von nicht. Ich habe mich selber verletzt. Seht ihr, an meinem Gesichtsrand läuft Blut runter. Das haben sie auch sehr nett gemacht, aber das könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das ist aus dem Seefeld raus, fürchte ich. So. Okay. Da ist einer. Okay. Moment. Da war eben noch einer. Scheiße, ich hab genug von dir. Wer redet denn da? Irgendwo da unten ist jemand. Witzig. Muss den Aufzug bewegen. Muss den Aufzug bewegen. Wer redet denn so? Was ist denn hier? Geh auf. Ach, das muss ich schrauben. Okay. Da kommt noch einer. So. Muss den Aufzug bewegen. Spiel. Statusbericht, Marx. Okay. Da ist der Tisch voller Aktenkoffer. Sie sind nach Kontinent beschriftet. Interessant. Siehst du irgendwelche Papiere? Gerade nicht. Ach doch, hier. Festplatten. Sie sind beschriftet. Ah. Bergbau, Biotechnologie, Petrochemie. Ich kann das nicht nehmen. Weiter aktiv. Zeit zu gehen. Ja. Wir gehen. Und zwar hangelnde Weise. Nach dieser Nummer werde ich aussehen wie eine Orangutan. Das ist witzig. Guckt euch mal bitte an, wie das hier alles ausschaut. Ja, das ist echt unglaublich. Meh. Okay, wo ist dieser Sicherheitsraum? Da ist noch eine Weggabelung. Den alten Plänen zufolge ist es egal. Beide Wege führen dorthin. Wer ist da? Da vorne läuft noch einer. Okay, jetzt gehen wir mal innen lang, würde ich sagen, oder? Statusbericht, Marx. Na, hier ist nicht. Aufgesetzt. Offensichtlich. Munition. Ey, immer wieder diese Kartenspiele. Ihr erinnert euch an mein Unboxing? Da bekommt man ja ein Kartenspiel. Ich habe das Gefühl, dass das hat irgendwas zu bedeuten. Da steht einer. Die Stimme ist schon klasse, ne? Also. Okay.
leichtes Geheimagenten-Feeling auf, ja? Zack, zack. Zack, zack. Wisst ihr, was mir manchmal so auffällt? Um Gegenstände herum? Das ist manchmal immer so ein komischer Glow. Das scheint irgendein Ambient Occlusion Zwischeneffekt zu sein. Passiert, wenn ich das treffe. Wartet da. Zack. Nein. Aber sie wollen es. Komm schon. Beinahe. Seht ihr, dass die Dinger teilweise in der Wand verschwinden? Komm schon. Ja! Kriegt bestimmt einen Bonus. Oh nein. Schachtkriecherei. Na gut, das kennen wir ja schon. Sauber. Kam über Ladebucht 7 rein. Seriennummer. Achso. Hilfreich. Sonst noch was? Die Kameras werden von hier aus gesteuert. Könnte nützlich sein. Kriegst du das zum Laufen? Man braucht einen Code. Dann suchen wir den Code. 3597. Jetzt haben wir ein bisschen Apex Construct. 3, 5, 9, 7, hier steht es auch noch drüber, jetzt netterweise. 3, 5, 9, 7. Hier ist übrigens eine Mechanik, ja, ich zeige zwar mit dem Finger drauf, aber erst wenn ich die Trigger-Taste drücke, dann drückt er. Ja, so kann man nicht ständig daneben fummeln. Okay, Central Privacy. Das erinnert mich jetzt an die Sequenz vom Anfang des Spiels. Da ist noch einer. Beeilung. Und was ist drin? Nix ist drin. Was soll ich denn hier suchen? Das muss Ladebucht 7 sein. Ah ja. Da steht ein Haufen Kisten. Du musst an die Kisten rankommen. Verstanden. Halt, halt. Gib mir diese Nummern durch, bevor du losgehst. Seriennummern. Was? Für den Fall, dass mir was zustößt? Gib mir einfach die Nummern durch, Max. Okay, bin da. Kannst du die Kisten öffnen? Nein. Die wirken ziemlich sicher auf mich. Verdammt. Wir müssen wissen, was sie schmuggeln. Okay. Ich suche weiter. Ich finde, London Studio und das Firewall-Team sollten sich mal zusammentun. Die hätten gute Assets austauschen können, ja. Ui. Oh mein Gott, die Klappe geht zu. Level kenne ich aus der Herausforderung. Da
waren wir auch in einem Lagerhaus. Ja, man kriegt ja so Herausforderungen. Ernstzunehmendes Waffenarsenal. Nice. Militärisch. Okay, Rüstungsgüter. Das wissen wir schon mal. Schau, was du noch findest. Ich muss jetzt mal überlegen. Ist die hier besser oder die andere? Oh Gott. Ich würde auf jeden Fall... Alter, die hat ein krasses Magazin. Ich würde, glaube ich, nämlich lieber die nicht nehmen und die hier lassen. Die scheint nämlich viele Munition zu haben. Oh, oh. Scheiße. Hier geht's aber zur Sache. Sie hat viel Munition. Na komm. Also, ich kann sogar hier durchgucken. Aber Leute, es ist wirklich, wirklich, ja. Das ist kein schönes Waffengefühl. Das ist schwammig, eine Zweihandwaffe hier mit den beiden Moves in der Hand zu halten. Ey, ich will dahin. Feuer frei! Dich mach ich platt! Meine Güte. Einer schwirrt hier noch rum. Ja, es ist wirklich einfacher, das Ding mit einer Hand zu steuern. Jetzt muss ich erstmal warten, bis ich mich ein bisschen erholt habe. So, Mad Kids oder so. Gibt's ja hier nicht. Fühlt sich sehr cool an, ne? Geile Scheiße. Vor allem auch mit dieser Lackierung. Das erinnert so an krassen Firewall. Hier liegt noch eine Knarre. Was? Ey! Diese Pumpgun hier. Okay, ich kann nicht anders. Die muss ich jetzt mal ausprobieren. Okay. Wir nehmen die Pumpgun, aber ich erhole mich ganz kurz. Bei mir läuft links Blut runter, ey. Ich glaube, wenn man mit diesem ganzen Gangster-Kram was anfangen kann, dann ist man hier doch gut dran. Aber ich habe auch das Gefühl, ich sterbe bald, wenn ich so weitermache. Wer schießt denn da? Wer ist denn da? Das Ganze hat eigentlich von der Mechanik wirklich Ähnlichkeiten mit Bravo Team. Muss ich jetzt echt mal sagen. Nur, dass es halt ein bisschen eleganter gelöst ist, ne? Und nicht diese komische entkörperlichte Erfahrung. Aber, dass ich Punkte anvisiere und dann dahin laufe, etc. Das ist alles wie bei Bravo Team. So, da geht's wieder in den Kanal. Ja. Unsere Zeit ist schon wieder um. Das ging diesmal schneller als erwartet. Ich weiß jetzt leider nicht, ob die Mission hier bald vorbei ist oder nicht. Okay. An viele verschiedene Orte. Kiew, Baku, Riad und so weiter. Noch was Interessantes? Nö. Soweit nicht. Außer... nicht. Ah, Organe. Sehr gut. Du musst da verschwinden. Sofort.
sofort. Ich habe das Gefühl, die Mission endet gleich. Was zum Teufel soll das alles, Carsten? Ich hab's dir gesagt, Ryan. Die Organisation. So arbeiten sie. Die Tochter eines Richters braucht eine Nierentransplantation. Also steht er nun in ihrer Schuld. Er winkt eine Exportlizenz durch und schon verkaufen sie Waffen an ihre Lieblingsmiliz. Und dann finanzieren sie mit dem Geld deren Gegner. Folge? Dieser Scheiß hört nie auf. So, hier liegt meine alte Knarre. Die brauche ich jetzt nicht. Es ist so lustig, ne? Dass wir gerade in Firewall. Moment mal. Ja, nimm das. Yay. Dass wir gerade im Firewall aus einer Flugzeugeinrichtung haben. Dass man jetzt die Grafik so direkt vergleichen kann, ist im Prinzip ganz schön witzig. Wegtreten soll. Na, was denn? Wir haben Kontakt. Ja, er lebt noch. Du arbeitest für die falsche. Sie gesichtet. Okay. Ich bin gerade auf einer Tragfläche von einem Flugzeug. Wow. Na los. Ist schon was los, oder? Krass, krass, krass. Also mit der Action haben sie nicht zu viel versprochen. Hey. Ich nehme wieder die dicke Knarre. Ist gar nicht. Meine Güte, der ist aber ein gepanzerter Typ. Ich ein bisschen Arbeit verrichten. Was soll denn das? Ach so, okay. Es gibt wieder die Mini. Warte. Den muss ich mir erstmal vom Hals schaffen. Alles klar. Mini-Explosion. Wow. Ich habe einen Bronzetopf gewonnen. Und da kommen Autos. So Leute, jetzt habt ihr hier eure James Bond-Sequenzen. Meine Fresse. Nachladen. Na gut. Yes. Bada. Das war's. Oh Mann, ey. Das ist schon krass. Ihr erinnert euch, ich bin ja in der geringsten Schwierigkeitsstufe gestartet, ne? Es geht noch eine Nummer härter. Hey, oh. Gute Arbeit in Volstead. Wir sind nah dran. Nick war nicht da. Aber er war es mal, hast du selbst gesagt. Was ich gefunden habe. Du hattest recht. Zu groß für Tony. Habe ich ja gesagt. Alles, was du in diesem Hangar gesehen hast, wird benutzt, um Macht über andere zu erlangen. Druckmittel. Genau. Tony kümmert sich nur um den Vertrieb. Volstead ist nur ein Drehkreuz. Wo kommt das Zeug her? Wir haben die Seriennummern gecheckt. Eine Briefkastenfirma nach der anderen. Findet man eine, stößt man auf die nächste und so weiter. Aber schließlich fanden wir eine Adresse. Wo? Ich hab dir jemanden geschickt. Ja, da bin ich ja gespannt. Aber wir machen jetzt auch Feierabend, Leute. Ich wollte die jetzt nur nicht mitten im Fluss hier unterbrechen.
Verdammte Scheiße. Du fängst ohne mich an, Karl. Das ist doch der Army-Typ. Das ist unfair, Mann. Ich dachte, Carson schickt mir Hilfe. Und hier ist sie, die Eilzustellung. Hör zu. Also tut mir echt leid wegen deiner Mom. Eine verdammte Schande. Tja. Wir werden die Schweine kriegen. Mach dir da keine Sorgen. Hat dich Carson abkommandiert? Ja, er muss echt Einfluss haben, das muss man ihm lassen. Hier sollten wir einsteigen. Das ist in der Stadt. Das sind bloß Büros. Ja, Finanzdienstleister, Versicherungen, also ein Scheiß. Carson hat einen Satelliten angezapft. Nichts gefunden. Irgendwas ist da im Busch. Auf jeden Fall. Deshalb haben wir das. Trojaner. Wir sollen ihn auf ihre Systeme hochladen. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Also packen wir es an. Das restliche Zeug ist oben. Warte. Und was ist da drin? Pizza. Ach, Scheiße. Es ist schlimmer, als wir dachten. Aha. Eine verdammte Margarita. Was war das für ein Gag? Okay. Lass uns erstmal Aufklärung betreiben. Kannst Na gut, passt mal auf, Leute. Irgendwie, die hören hier einfach nicht auf. Aber ich muss jetzt aufhören. Und wir machen jetzt hier Feierabend. Jetzt geht es nämlich zur nächsten Mission, einfach nahtlos. Und die machen wir dann separat. Und zwar auch das Einführungsgespräch. Deswegen habe ich jetzt hier unterbrochen. Mission beenden. Möchtest du die Auswahl bestätigen? Ja. Ich wollte nämlich nochmal gucken, ob es mittlerweile neue Sachen freigeschaltet gibt. Das können wir nochmal zusammen schnell gucken. Da, freigeschaltete Inhalte. Herausforderung. Okay. Nö, das ist erstmal das Alte. Ah, habe ich alle jetzt schon einmal durchgehuddelt. Mal sehen, was dieses in Kürze bedeutet. Ob das Online-Sachen sind, die sie regelmäßig nachschieben? Wir werden es rausfinden. Alles klar. So, das war ordentliche Actionpackung, würde ich mal sagen. Das macht alles Spaß, ja. Auch wenn man mittlerweile mit dem Aim-Controller gewöhnt ist, ein viel geileres Waffengefühl zu haben. Solange man Pistolen benutzt und so, geht das eigentlich alles sehr gut. Die Gewehre sind super geil, aber das ist halt wirklich ein eieriges Geschieße. Das hätten sie sich sparen können, muss ich mal sagen. Genau, ich bin raus. Das war's von mir. Mutensen Mofan VR. Denkt vielleicht beim Gehen daran, dass ihr euch die Schuhe abtretet. Nee, dass ihr ein Däumchen hinterlasst und wir sehen uns beim nächsten Abenteuer. Bye, bye.